Herzlich willkommen zum 22. Teil des Minecraft-Let's Plays. Das ist jetzt schon der dritte Teil, den ich jetzt hier in Folge aufnehme. Und ich habe mir jetzt angeguckt, wie die Freunde hergestellt werden. Würde ich. Erstmal brauche ich ein bisschen Holz. Zack. Auch noch ein paar Sticks. So, erstmal Sticks. Dann hier Holz. Die Sticks dazwischen. Erstmal ein paar Zäune. Zauntore könnte ich auch noch ein paar gebrauchen. Zauntore gehen ja auch relativ einfach. Das ist ja genau verkehrt herum, weil die Stöcke kommen dahin. Braucht ja dann sowieso nur zwei. Weil ich ja zwei Gehege bauen will. Und das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt ist er weg. Zack, zack. Counter und zack, zack, zack. Baum erstmal abholzen, der steht noch im Weg. Ich habe leider jetzt keine Axt mehr, oder habe ich noch eine Axt? Ich habe keine Axt mehr. Aber ich habe jetzt eine volle Eisenrüstung. Warum das habe ich auch vorhin im letzten Part gemacht. Jetzt geht es erstmal hier weiter, das abzubauen. Also ich glaube, wenn ich ein Jahr pausiert hätte, hätte ich bestimmt diese Anfragen gekriegt von überletzten Markus. Hätte ja auch bei Teil 24 einfach aufgehört. Ich mochte eigentlich sein Let's Play und ich würde gerne von ihm erwarten, dass da weitere Let's Plays kommen. Jetzt habe ich hier zwei weitere Gehege hingebaut. Würde ich jetzt mal hier Schafe, oh, ist das ein Schaf nennen. Da ist es ja, das kann ich jetzt ja schon wieder scheren, weil das die Wolle gefressen hat. Mehr Schaf. Ich muss auf die andere Seite gehen. Soll ich mal das Schaf rüberbringen? Ich bring's mal hier. Verfolgt mich? Ja, es verfolgt mich nicht. Und hier rein. Hier rein, rein, rein. Und jetzt weg. Auf. Jetzt noch ein zweites Schaf holen. Zweites Schaf holen. Damit ich die paaren kann. Hier habe ich jetzt drei Stück und habe noch eine kleine Kuh hergeholt. Jetzt hier noch das Schaf holen. Das Schaf, ja, das Schaf. Das brauche ich ja nicht unbedingt. Das brauche ich ja gerade nicht. Kuh habe ich ja schon. Los, Schaf, komm. Komm her, Schaf. Komm her. Auch nicht, aber ich will jetzt, aber will es. Erstmal zum Gehege verfolgen. Spätestens noch vor Mittag. Und da packt der Baum gleich ab. Ich packe gleich ab hier. Na jetzt Schaf, komm rüber. Schaf ist jetzt da. Mehr. Zumachen und paaren lassen. Und es entsteht ein weiteres Schaf. Treffen jetzt Gras. Und jetzt habe ich nicht mehr genug Weizen, also muss ich mir jetzt mal ein bisschen Weizen erholen. Das ist auch ein Zaun. Die Fackel. Ich mache jetzt mal hier eine Reihe. Also die Reihe dachte ich schon wieder voll, aber nicht voll. Ich habe jetzt mal 11 Stück wieder Weizen. Mit 19 Samen.
Feld ist ja auch schon wieder fast ausgelastet, dann kann ich jetzt die zweite Reihe wegmachen. Zweite Reihe ist weg. Ich schätze, Samen habe ich noch übrig. Jetzt erstmal die noch einzupflanzen. Ah, ich habe 2, 3 Samen zu viel. Erstmal das Schaf und das Schwein. Ja, Schwein, Schwein, komm her. Komm her, Schwein. Schwein. Ihr Schwein, komm her. Komm her, ihr Schwein. Ihr Schwein. Schwein, willst du nicht? Komm doch her. Hier, komm her. Hier, Schwein, hier. Hier. Will ich herholen. Das Schwein will jetzt gerade noch nicht. Das Schwein verfolgt mich gerade nicht. Anscheinend funktioniert das mit Weizen nicht. Nee, es funktioniert mit Weizen gar nicht. Ah. Hier kann ich die Schweine auch gar nicht holen. Und es soll wieder ein Brot essen. Ich habe jetzt mein Brot gegessen. Also 2 rohes Rindfleisch. Hier rein in den Ofen und bei allen waren es hier rein. Guck ich mal, ob wir noch Holz nicht fehlen. Ich wollte hier mal einen richtig hohen Turm bauen. Ich bin ja bis zur D-Ebene gekommen. Weil ich jetzt noch ein bisschen Holz habe und Fackeln, kann ich ja die nächste Ebene drauf bauen. Das Wasser innen drin. Und jetzt hier noch eine Ebene passt da jetzt noch. Ah, ich habe hier noch einen. Haut dann schon genau hin. Ich hab. Und weg. Erstmal hier noch eine neue Axt. Das haben wir ordnen. Also ich brauche jetzt neue Axt. Neue Axt. Halt Dicks. Also die Hau. Also die Hau, die Hacke, die brauche ich gerade mal. Sachen, die ich nicht brauche, kann ich erstmal hier rein. Säule brauche ich auch gerade im Moment nicht. Die graue Wolle brauche ich auch gerade nicht. 3 Samen brauche ich nicht. Die Schere brauche ich gerade nicht. Leder brauche ich nicht. Den Kompass brauche ich nicht. Spitzhacke hier. Eisen direkt daneben. Da ist wieder Schwert. Und jetzt müssen wir hier noch eine Axt machen. Eine Axt und dann noch eine Schaufel. Jetzt müssen wir 2 Schaufeln. Und eine weitere Spitzhacke erstmal. Hier war ich jetzt mal geordnet. Oh, es ist Abend. Dann muss ich gleich mal schlafen. Steak ist es reif oder kann ja eigentlich eine Kuh töten. Bei 4 Kühen und bei 3 Erwachsenen kann ich ja gleich immer eine töten. Und mit einem Critical Hit kann man das mit einem Eisenschwert schaffen. Jetzt habe ich da immer 2 Kühe und das wächst immer eine neue, damit ich immer dadurch Kuhfleisch kriegen kann. Jetzt hier wieder 3 Stück reinpacken. Also irgendwann könnte ich auch so eine Brücke rüberbauen. Die dahin. Die Richtung Pyramide geht. Damit ich dann immer zur Pyramide laufen kann. Na, ist noch nicht dunkel. Das
Ich habe ja so massig Cobblestone. Oder hier sehr viel Erde auch, aber Cobblestone ist noch ordentlich, oder? Oder ich kann das aus Holz bauen, weil ich ja hier Holz farme. Werde ich das aus Holz bauen. Immer noch nicht. Nacht, was kann ich denn noch machen? Dieses Holzschwert, das brauche ich gerade. Da ist ja noch ein Steinschwert. Kann ich mir das auch noch dazu packen? Ich habe jetzt mal drei weitere fertig. Also 5 Steaks habe ich noch. Aber jetzt ist es aber nicht dunkel genug. Jetzt dürfte ich schlafen können, weil. Oh, da geht der Mond auf. Also ich schlafe immer, wo die Objekte aufgehen. Weil da in die Richtung ist ja auch die Pyramide. Die ist ja nicht direkt im Mittelpunkt, aber ich könnte eigentlich was hier in der Mitte machen. Ich muss mir überlegen, was ich machen kann. Leitern brauche ich auch gerade im Moment. So viele. Hä, was mache ich denn jetzt? Das Weizen noch rein, das brauche ich im Moment noch nicht. Ich habe nämlich noch genug Brote. Habe ich noch 2 weitere Leder gekriegt durch die Kuh. Wo habe ich denn jetzt Leder? Bin ich jetzt einfach weggegangen? Wo ist der Ledersteck denn? Das ist irgendwo hin. Leder habe ich auch noch ein. Da, 4 Stück habe ich. Leder kann ich auch Rüstung. Äpfel und Steak habe ich jetzt. Und jetzt wird so, na, was sie heilen. Also Äpfel heilen 2, die heilen 2,5 und die heilen 4. Schafe farm ich jetzt hier auch, aus welchen Gründen auch immer. Und soll ich mal hier noch einen Keller reinbauen? Ich glaube, ich könnte noch einen Keller mal bauen. So, erstmal werde ich hier die Bäume abfällen. Der Tag nicht voll, also kann ich problemlos hier was abholzen. Jetzt geht's hier weiter. Noch Holz, der da ist Holz. Müsste es jetzt mal. Ne, ist immer noch nicht alles gewesen. Das muss ja das gewesen sein. Da unten auch noch ein Holz. Jetzt mal hier alles wieder baumfrei haben. Ah, es geht schnell weg hier. Teilweise. Deiner baut das ja schon deutlich schneller ab. Sonst noch einen, ja, hier ist sonst nichts mehr. Also jetzt hier ist dieser eine große Baum, der wird ein bisschen schwieriger abzufarmen sein. Oberirdische Holzfarm. Anders als beim Customize Let's Play ist die ja hier oberirdisch. Aber ich glaube beim Customize mache ich auch mal eine oberirdische Farm. Hier habe ich noch 12 Erde, wo ich nicht hochbauen kann im Holz. Kommen wir noch hin. Wir müssen ein paar Blöcke hochbauen, am besten hier. Na, daneben. Hier, 1, 2, 3, 4 Blöcke hochbauen. Und jetzt mal beim. Das ist immer das Blöde bei den großen Eichen, dass man sich mal hochbauen muss. Um alles Holz rauszuschlagen hier. Den hohen Eichen. Da ist auch noch Holz. Hier, da ist auch noch Holz. Noch irgendwo Holz? Ja, da ist noch Holz.
kann ich mit der Schaufel, mit der Axt. Da ist noch Holz, da muss ich noch mal rüber graben oder rüber bauen. Wird noch mehr runter. Dürfte erstmal alles gewesen sein. Machen. Wir müssen umständlich so einen hohen Baum abzuholzen. Baum fängt an zu brennen. Der fängt an zu brennen, der Baum. Hier abholzen, nicht weiter abbrennt. Ich will nämlich nicht, dass er brennt, ich kann immer noch mein Haus aufbreiten würde. Dass er über Umwegen auf mein Haus gelangt. Ich denke erstmal hier auf Gehege. Da kann die ganzen Zäune abbrennen. Na, jetzt ist der Brand weg. Jetzt kommt die Gelegenheit mal rüber von der Lava. Bei den Schafen, die nehme ich da mehr Schafe. Da reichen drei Schafe eigentlich vollkommen aus. Weil die braucht man ja nur um Wolle zu farmen. Und die braucht man niemals töten. Also Schafe sind. Ach, geh mal. Soundtor wieder zu. Nein, ich wäre gerade nicht dabei. Oh, ist die Tür wieder gewachsen, dann noch nicht. Vielleicht brauche ich die dann direkt umbringen. Bei Kühen und Schafen funktioniert das mit Weizen, aber bei Schweinen hat es nicht geklappt. 7 Äpfel habe ich schon. Und jetzt mal ein Äpfel. Ich glaube, ich könnte sonst hier mal einen Cobblestone-Weg bauen. Das ist schöner als ein Cobblestone-Weg. Oder? Dann brauch ich doch gar nicht. Oder? Ja, da kann er ja hin. Ah. Oh, das ist ein Nachmittag. Das ist viel. Ich kann hier einen Weg aus Cobblestone bauen. Ein Block Abstand nochmal. Bevor ich mal einen Weg zu dem Getreide. Ne? Dann kann ich das Haus noch ein bisschen farbenfroher machen. Ausgegangen, aber ich habe ja noch viel mehr davon. Also Cobblestone wird ja eigentlich nie mangeln hier. 3 Stacks sind zu viel. Aber ich will ja auch nur da einen Weg hinbauen. Dann möchte ich auch mal einen zur Pyramide, also einen Kobbelweg zur Pyramide bauen. Cobblestone. Na, da kann auch noch einer hin. Ich will auch eine Reihe Cobblestone reinmachen. Mm.
ordentlich am Moon hier. Die komplette Ebene rausreißen. Und noch nicht, ja, ich hab noch eine zweite Schaufel. Dass die erste kaputt geht. Ich kann da natürlich noch weitere Gehege hinbauen. Und die zig Setzlinge aufsammeln. Da merke ich auch schon wieder, dass es Abendessen. Ich will jetzt damit erstmal beenden. Wenn ich in meinem Bett geschlafen habe. Und der Weg ist gleich fertig. Einmal mal Gott dafür fertig mit K. Verwenden die Türken, wenn ein Zug fertig ist. Also wenn ein Zug fertig zur Abfahrt ist. Abfahrbereit, dann sagen die fertig mit K. Also da kam mal so Galileo aus einer Reportage. Und ich bin jetzt fertig mit dem Part. Und damit erstmal bis zum nächsten Part.